Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Equine Passion mit Vieh. Was gibt's denn so Neues? Es gibt erstmal ein Update. Nathalie hat wieder ein Update rausgebracht und zwar am 26.06., also Sonntag. Hallo, heute gibt es Platz 2 eurer meistgewünschten Vorschläge, eine Gruppen- und Sortierfunktion für Pferde. Neue Gruppen könnt ihr unten auf der Pferdeübersicht erstellen und benennen, bisher noch uneingeschränkt viele. Eure eigenen Gruppen erscheinen dann zur Auswahl auf der Pferdeübersicht im Dropdown-Menü. Pferde sortiert ihr unten auf deren Verwaltungsseiten in die gewünschte Gruppe. Viel Spaß! Okay, das klingt ja mal total spannend. Lasst uns doch mal gleich gucken. Also, hier könnten wir jetzt eine neue Gruppe anlegen. Machen wir doch mal Araber und Mixe. Weiter. Die neue Gruppe wurde eingerichtet. Okay. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, dann werden wir auch gleich mal Verwaltung. Hier, Sortierung. In Gruppe Araber und Mixe einordnen. Zurück zum Pferd. Und jetzt können wir hier nur Gruppe Araber und Mixe anzeigen. Und dann wäre jetzt nur Vangelis drin. Zum Beispiel. Natürlich kommt jetzt Frömmel auch noch rein. Der gehört ja da dazu. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was wir denn so haben an Terminen. Und natürlich haben wir auch noch Nachrichten. Und zwar wurde Vangelis in den Stunts leider nicht platziert. Und ein Pferd hat unseren Stall verlassen und der Platz wurde neu ausgeschrieben. Okay, dann gehen wir doch mal zu den Pferdchen. Wir waren ja gerade schon bei Vangelis. Die muss erstmal gemistet und geputzt werden. Dann müssen noch die Hufe ausgeschnitten werden. Und dann musste sie doch auch noch geimpft werden, genau. Zurück zum Pferdchen. So, Training. Kondition für 70 Minuten. Dann machen wir doch mal 30 Minuten Longenarbeit, weil damit bekommt sie noch mehr Kondition. Und dann können wir sie hier ja noch 30 Minuten trainieren. Oh, jetzt haben wir da ein bisschen viel. Naja, egal. Und hier noch 10 Minuten. Dann lassen wir halt das beim nächsten Durchgang ein bisschen weg. Okay. Jetzt haben wir schon Niveau Turnierklasse 2. Okay, das ist ja schon sehr cool. Muss ich schon sagen. Okay, dann Frömmeli. kleiner Frömmel. Natürlich darfst du auch ein bisschen spazieren gehen und wir trainieren noch ein bisschen Gelassenheit, weil irgendwie bist du noch nicht so ganz gelassen, obwohl du brav und ruhig bist. Bist du denn sonst gesund? Ja. Okay, alles gut. Dann, er ist schon 7 Monate alt, der Kleine. Och Gott, wie süß. Ja, dann gucken wir doch mal in unseren Stall, denn der Stall, da ist ein Platz frei. Das ist nicht so toll, wir brauchen doch das Geld. Das finde ich jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Okay, dann gehen wir halt jetzt nochmal Vollzeit arbeiten und danach gleich nochmal Teilzeit. Genau, damit wir auch mal wieder ein bisschen Geld kriegen. Und dann kümmern wir uns noch um unsere Reitbeteiligungen. Oh, ja, der hat inzwischen ein lilanes Outfit, aber die ist heute schon... Die ist heute schon versorgt worden. Und sie ist trächtig. Ach, cool. Lasst uns mal schnell gucken. Zucht. Fohlenprämierung 4,9. 4,7 Prämierung.
Ja, also eigentlich ist sie echt gut, ne? Nachkommen hat sie noch keine. Dann ist das ihr erstes Fohlen. Och, cool. Auch mit dem Araber. Oi. Das ist ja schön. Da freue ich mich ja. Gut, was macht denn Emily? Emily wurde heute aber noch nicht versorgt. Dann werden wir Emily versorgen. Und ihr auch mal die Hufe ausschneiden lassen. Wurdest du denn schon trainiert, Emily? Nö. Dann werden wir das doch jetzt auch mal machen. So. Ja, jetzt haben wir leider schon überzogen. Das heißt, wir können jetzt Emily nicht weiter trainieren. Es tut mir sehr leid, aber ich denke ja, dass Emily, dein Besitzer, heute auch noch ankommt und dann kann deine Besitzerin dich ja weiter beschäftigen. Jetzt müssen wir natürlich auch noch uns um unser Geld kümmern, um unseren Kredit. Inzwischen ist ja der Kredit nur noch 23 Monate. Das heißt, wir haben nur noch so ein bisschen, ein ganz kleines bisschen abzuzahlen. Weniger als 2 Jahre. Das ist doch schon mal was. Und hier haben wir jetzt auch einen richtig schönen durchschnittlichen Gewinn pro Monat. Das finde ich total cool. Und dann müssen wir uns natürlich jetzt überlegen, was machen wir denn als nächstes? Was wird denn unser nächstes Projekt? Wir haben ja den Kredit jetzt schon abgezahlt. Und jetzt die Frage an euch. Was machen wir als nächstes? Lassen wir Vangelis nochmal decken? Oder kümmern wir uns um unseren Stall? Also unseren Stall ausbauen. Das brauche ich jetzt von euch als Antwort, damit wir wissen, wie wir denn weitermachen. Also lassen wir Vangelis decken. Ja oder nein? Oder werden wir unseren Stall ausbauen? Ja oder nein? Schreibt mir eure Antwort unten in die Kommentare und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total über einen Kommentar, ein Abo oder ein Like freuen. Das wäre super. Dafür danke ich euch schon mal. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, verlinke ich euch hier die letzte Folge von Equine Passion. Und auf der anderen Seite könnt ihr mal nach mehr Abwechslung gucken, denn da findet ihr mein neues Projekt. Bis dann, tschüss!